Herzlich willkommen, liebe 413 Karrieremodus-Freunde. Wir sind zurück und erhalten eine internationale Offerte von Öland. Natürlich werde ich dieses Angebot ohne zu zögern ablehnen, denn wir sind ja momentan noch im Gespräch bei Deutschland und Argentinien, welches mit Abstand wesentlich, sag ich mal, positiv gepoltere oder auch einfach sympathischerere und bessere Mannschaften sind. Wobei wir uns jetzt scheinbar umgehend mal entscheiden müssen bei Argentinien, ansonsten sieht es auch dort schlecht für uns aus. Auf jeden Fall ein Vorteil, der in diesem Part auf jeden Fall mal wieder zugrunde liegt, ist, dass ich schon mal nicht im Teamspeak bin. Hey, ich habe es geschafft, mich dieses Mal rechtzeitig zu muten. Unter anderem ist unser Gegner Eintracht Frankfurt. Heißt, ein Pflichtsieg muss her. Alles andere wäre für den Tabellenersten mehr oder weniger einfach nicht zu gebrauchen. Unsere Aufstellung lasse ich, denke ich mal. Ich glaube, ich werde auch Beister erstmal für Chelsea spielen lassen, damit der sich wieder ein bisschen auskurieren kann. Und bevor das Spiel beginnt und sich hier alles lädt und wir sehen, dass Demidor von Eintracht Frankfurt verletzt ist, bin ich einmal die Tür zu machen. So, das geht ja hier alles zum Glück schön schnell. Somit wollen wir dieses Spiel auch direkt beginnen mit Esswein, der sich hier direkt mit hohem Tempo probiert, einer Verteidigung, ja, sage ich mal, vorbeizusetzen. Aber hat sich mehr oder weniger eiskalt die Zähne ausgebissen. Natürlich ist wieder mal das Wetter nicht auf unserer Seite. Ich gehe auch stark davon aus, dass mindestens der Schiedsrichter wieder eine ziemlich fatale Fehlentscheidung in diesem Spiel treffen wird. Das ist ja in der letzten Zeit irgendwie unser Alltag geworden. Aber nichtsdestotrotz müssen hier mindestens ein bis zwei oder mehr Tore her. Denn, weiß ich nicht, wir kassieren halt im Moment einfach viel zu blöde Gegentore. Und dementsprechend schieße ich lieber zwei und kassiere eins und gehe mit einem 2-1-Sieg raus. Hannover geht gegen Kaiserslautern 1-0 in Führung. Als dass wir uns hier dann wieder mit einem 1-1 herumschlagen müssen oder irgendetwas dieser Art. Das muss einfach nicht sein. Schöner Zweikampf von Ogbonna. Dieser trägt den Ball nach außen auf Maximilian Beister. Van der Vaart. Wieder ganz nah. Zambrano. Oh, verliert wieder den Ball am Ball. Nein, Quatsch, Van der Vaart. Auf Beister wollte ich ja spielen, hat ja nicht funktioniert. Und da hat gerade Raphael Van der Vaart einen wirklich ekligen Ball probiert, auf Son zu spielen. Das war irgendwie nicht so doll. Gladbach mittlerweile auch schon 1-0 in Führung. Also, Tore fallen hier scheinbar am Fließband in der Bundesliga, nur eben nicht beim Hamburger SV. Und nachdem da Esswein in der 90. Minute oder 89. den Ball im letzten Spiel an den Pfosten gesetzt hat, war ich teils ein bisschen angefressen, um es mal nett auszudrücken, ne? Hier auch ein Ball, Beister auf Esswein, das war auch, ich weiß auch, nichts Dolles. Natürlich haben wir jetzt Trapp hier mal auf die Probe gestellt, aber, oder auf den Prüfstand gebeten, ne, sagen wir es mal so. Aber doll war das nicht. Wieder, die Verteidiger stehen einfach brachial gut, zumindest bis jetzt. 20 Minuten sind ja erst gespielt. Und demnach kann man da eigentlich noch nicht viel drüber sagen. Aber man sieht, Son hatte hier eben gerade mit zwei Versuchen keine wirkliche Chance, hier durchzukommen. Sehr kompakt. Was anderes fällt mir dazu gerade nicht ein. Nun, oh, Kouyaté, schönes Ding. Oder Ogbonna. Doch, war Kouyaté. Ja, Jungs, genau solche Fehler gehören dazu, warum wir Gegentore kassieren. Und, na gut. Haben wir nochmal Glück gehabt. Aber genau aus solchen Situationen, wo sich auf einmal meine Spieler dazu entschließen, einfach gegeneinander zu laufen, ziehen wir letztendlich den Kürzeren. Das ist eben halt echt super schade. Aber naja, nun, Esswein. Ballroller nach oben und Smash ins linke Eck an Trapp vorbei. Keine Chance in der 26. Minute. Schönes Ding. Schönes Ding. Gerade der Ballroller kann ich euch mehrfach empfehlen. Ist im Karrieremodus oder gegen den CPU sehr, sehr effektiv. Online eigentlich auch. Also vor allem gerade, weil den Trick eigentlich jeder, fast jeder Spieler anwenden kann. Selbst Innenverteidiger. Und sogar der ein oder andere Keeper. Aber auf jeden Fall wirklich sehr, sehr hilfreich. Also ist auch einer der wenigen Tricks, die ich wirklich sehr regelmäßig im Karrieremodus benutze. Dazu gehört ab und zu mal der Shop. Also der Ronaldo-Shop, wie man ihn ja mal so schön nennt. Aber darüber hinaus
weiß nicht, Roulette, ach, nicht so doll immer. Und wieder Esswein wird hier von Zambrano, der hier scheinbar bis dato ein gutes Spiel hinlegt, gestoppt. Wieder Ogbonna zeigt hier dem Angreifer von Eintracht Frankfurt, wo der Hammer hängt. Esswein wieder ein Ballroller am Verteidiger vorbei. Nun der Ball auf Van der Vaart. Van der Vaart 2:0. Angeschnittener Schuss an Trapp vorbei. Wieder keine Chance im Torwart. Schön. Esswein schießt das 1:0, bereitet hier das 2:0 vor. Das ist doch mal was. Da kann man sich doch mal wieder ein bisschen drauf ausruhen. 33. Minute 2:0. Hey, geil. Da freue ich mich. Ganz im Ernst. Da geht mein kleines Herz auf, ne? Auch wenn es beim Hahn immer ein bisschen düsterer zugeht und, muss man ganz klar sagen, läuft. Oh, nein. Das war Djadjun. Djadjun. Theoretisch. Frage ist, wie aus welchem Land er kommt, aber scheinbar wird er Djadjun heißen. Oder Djadjun oder irgendwie so. Auf jeden Fall hat er hier gerade eine gute Chance vergeben. Und das wäre der Anschlusstreffer gewesen. Nicht mal 5 Minuten nach dem zweiten Führungstreffer. Also nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Da darf meine Kinnlade auch nicht zu weit hinunterfahren. Das muss man ganz klar sagen. Und Stuttgart geht gegen Dortmund in Führung. Das ist sehr schön. Das ist für uns auf jeden Fall hilfreich. Wenn dann auch noch Leverkusen patzen würde. Oh, Schiedsrichter würde pfeifen. Was ist nun? Und er pfeift. Was war das denn schon bitte? Was war das denn bitte schon wieder für eine Entscheidung? Herr Schiedsrichter, was war das? Inui. Oh, schöne Parade von Adler. Und, oh, da hat er sich lang gemacht. Nein, ich habe B gedrückt. Schießt, was? Ja, natürlich. Und, ja, oh nein. Nein, nein, FIFA. Ah, es fängt beim Abwurf, sage ich mal, an. Hört damit auf, dass der Ball hier wie durch Zufall durch die Grätsche. Eine perfekte Grätsche gibt es ja bei mir nicht, ne? Nicht wie beim CPU, sondern die perfekte Grätsche sieht dann halt so aus, dass sie einfach nicht perfekt ist. Die Grätsche ist gut, aber der Ball kommt ganz unfreiwillig zum Gegner. Natürlich nicht geskriptet oder sowas. Nein, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Will ich auch gar nicht so aussehen lassen, als soll, wäre das hier geskriptet gewesen oder so. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war es Vorteil. Heißt, die von mir am Anfang vermutete Fehlentscheidung des Schiedsrichters ist wieder mal vorhanden gewesen. Das war alles andere als ein, also vielleicht war es ein Foul, aber der Vorteil war ja, ne, wie gesagt, mehr als ersichtlich. Zwei Pässe wurden gespielt, da war viel Raum, aber, ne, Schiedsrichter hat abgepfiffen. Natürlich wieder ganz unfreiwillig. Und wenn ich dann den Abstoß ausführen möchte, ich B drücke, damit er schießt und er auf einmal wirft, dann soll mir mal bitte irgendjemand erklären, wie das gehen soll. Also es war selbst schon Ultimate Team Modus paar Mal bei mir. Da habe ich halt jetzt, ne, muss man mit Vorsicht genießen. Auf jeden Fall 2:1. Hey, verdient. Klar, Eintracht müsste doch eigentlich gewinnen. Die müssten führen. Keine Frage. Nein. Nein, 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 nein. Und, spielt den auf Esswein anstatt auf Beister. Ich will jetzt nicht, dass diese Mannschaft hier zusammenbricht. So, beim Gegentor trifft schon mal René Adler gar nichts. Jetzt, abgesehen vom Abwurf, wo ich einen Abstoß ausführen wollte, wo es auch, denke ich mal, Adler nicht betrifft, zwei schöne Paraden davor gemacht. Gerade, wo er da ins, war das rechte, ne, in die rechte Ecke gesprungen ist und den Ball festgehalten hat mit diesen super Reflexen und der Bombenhechteinlage, kann man nichts gegen sagen. Nun nochmal Esswein! Und nun wurde Trapp das erste Mal in der zweiten Halbzeit auf die Probe gestellt. Schöne Parade, war zwar ein bisschen zu sehr auf Mann gezogen, der Ball, aber kann man trotzdem nichts gegen sagen. War schöne Parade und erstmal super herausgespielt von Esswein, klar, keine Frage. Normalfall verdödeln die den ja immer nach der Brustannahme, weil die es irgendwie nicht ganz hinbekommen. Aber wir bekommen es hier gerade auch nicht hin, defensiv solide zu stehen, da müssen wir aufpassen. So etwas geht, wie ich ja immer so schön sage, sehr schnell nach hinten los. Und falls es nochmal irgendjemand interessiert, vielleicht merkt man es mittlerweile, mir geht es gesundheitlich wieder ein bisschen besser. Also nicht wirklich, 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 aber ne, das Fieber ist immerhin schon mal weg. Das heißt, meine Nase ist nur noch dicht. Ich rede hier ausschließlich durch den Mund, muss deswegen manchmal auch eine kleine Pause einlegen, ein bisschen weiter Luft holen. Derweil geht Hannover gegen Klautern 2:0 in Führung.
Und ne, wenn man manchmal eine Pause einsetzt oder meine Stimme weg ist oder sonst irgendwas, nicht wundern, ne? Weil krank etc. bin ich immer noch. Immer noch. Kann ich natürlich umso gnädiger mich freuen, dass ich heute schulfrei hatte. Aber naja, so, Beister. Ja, macht ein gar nicht mal so schlechtes Spiel, muss ich ganz klar sagen. Also dafür, dass er uns hier unseren lieben Chassé ersetzt. Auch hier, schön freigelaufen. Maximilian Beister. Nun, oh, lass dich fallen. Das wäre ein Elfer gewesen, Beister. Verdammt. Auf jeden Fall gut vereitelt von den Verteidigern, muss man ganz klar sagen, die hier sich immer weiter ins Spiel hineinbohren, die unsere Spielmechanik immer wieder in den Angriff ganz, ganz schnell kurz und klein schlagen. Und da fällt mir ehrlich gesagt die, na, was heißt, da fällt mir nichts mehr ein, die Ideen lassen nach. Schwegler kommt für Lanning und wir hoffen mal, dass wir hier auch bald ein paar frische Spieler auf den Platz bringen sollten, wieder. Esswein, der sich hier, oder was, Dulo für EU? Ne, war Esswein, glaube ich, gut durchsetzt. Nun muss der Ball auf Esswein kommen. Aber nein. Der hohe Ball in den Lauf schlägt sich auf Beister. Gut. Dafür, dass ich nur einen Viertelbalken gedrückt habe, war das natürlich schon sehr arg ausgeholt von Van der Vaart. Aber okay. Wenn er sich dabei irgendwas Gutes gedacht hat, ich weiß es ja nicht. Vielleicht hätte er da draußen eine gute Situation entstehen können. War halt nur leider nicht der Fall. Und da habe ich mich verdrückt. Der Ball sollte definitiv runter auf Dulo EU gehen. Aber naja, sei es drum. Passt. So. Diadun. Oder Diadun. Boah, blöder Name. Blöder Name. Wenn ich jetzt nicht live kommentieren würde, hätte ich mich jetzt vorher informiert. Oder halt geguckt, wie da ausgesprochen wird oder sonst was. Aber soll mir jetzt auch ehrlich gesagt relativ egal sein. 77. Minute. Ich meide den Namen einfach. Für den Rest des Spiels. Schwegler hat hier gerade den Schiedsrichter mit einbezogen. Der Schiedsrichter war zwar bis dato wieder mehrfach auf deren Seite des Spiels, aber warum sollte der Schiedsrichter nicht auch einmal fair sein? Ne? Hannover geht jetzt sogar schon 13-0 in Führung. Wurde ja zumindest eben gerade eingeblendet. Und jetzt sehe ich gerade, es ist die 80. Minute. Heißt, es wird Zeit, langsam mal zu wechseln, sonst machen wir unsere Spieler schon wieder kaputt. Dabei hatten wir gerade eine schöne Woche Pause. Das ist ja Gold wert, wenn man in der Champions League und im DFB-Pokal noch vertreten ist. Da sollte man jede freie Woche wirklich zum Auskurieren nutzen, den Spielern jegliche Möglichkeit bieten, sich auch auszuruhen. Jetzt gleich muss ich den Ball... Oh, Esswein, hüpf. Das gibt's doch nicht. Verliert er hier sogar noch den Kopfball. Oder das Kopfballduell. Einfach wegschlagen den Ball, Van der Vaart. Weg. Genau, dankeschön. Genau so muss das aussehen. Spieler kommen rein. Schnellstmöglich gewechselt. Oh, Bardey. Das ist aber auch ein hübscher Typ. Arr. Oh Mann, die sollen mal anfangen, in FIFA endlich die Gesichter ordentlich zu machen. Ich hoffe ja. Es ist ja mein großer Traum, die für dieses Jahr, dass auf der E3 und jetzt bald auf dem Sony-Event sowohl die neue PlayStation als auch die neue Xbox angekündigt werden. Also die neuen Next-Gen-Konsolen werden sie ja genannt. Und man vermutet ja mittlerweile, oder man geht ganz, ganz stark davon aus, dass diese dieses Jahr zum Weihnachtsgeschäft noch erscheinen werden. Das heißt, wenn die dieses Jahr noch erscheinen, sind diverse Dev-Kits. Dev-Kits sind Konsolen, die vorab Entwickler bekommen, um sich schon mal mit der Architektur der Konsole vertraut zu machen und die damit anfangen können, schon mal Spiele zu produzieren, damit natürlich auch genügend, sage ich mal, Titel zu Release der Konsole verfügbar sind. Sind Dev-Kits im Umlauf. Heißt, EA hat hoffentlich ein Dev-Kit bekommen, wovon ich stark ausgehe, ist halt einer der größten Publisher. Dazu halt noch EA Canada, das sind die, die FIFA produzieren. Und dann kann man vielleicht mit Glück hoffen, dass für die neuen Konsolen im Winter FIFA rauskommt. Das heißt, eine neue Grafik-Engine. Und wer sich daran erinnern kann, wie der Sprung von der ersten Xbox auf die 360 war, der kann sich auf ein Augenschmaus bei spätestens FIFA 15 freuen, denn 14 wird wahrscheinlich schon fett aussehen, aber wenn die dann nochmal ein Jahr grundlegend auf dieser Engine dann schön produzieren, ein schönes Spiel rausballern,
dann geht's richtig ab. Dann wird FIFA richtig, richtig geil. Und vielleicht holt dann ja PES wieder auf, denn PES hat ja auf den Umstieg auf die Xbox 360 danach stetig nachgelassen. Leider. Ich war ja, hab ja immer gerne beides gespielt, aber naja, sei es auch drum. Darauf kommt es jetzt gar nicht an. Aber nur, das ist ein kleiner Traum von mir, den ich bis Ende des Jahres halten werde. Ich verabschiede mich. Ihr könnt ja gerne mal eure Meinung in die Kommentare posten oder so. Euer Hahn.